Ja, Servus und Hello again. Der FIFA EA Fußballmanager, die 2022er Version. Oh, schweres Wort um diese Zeit. Die MSV Duisburg Story. Wir sind in der zweiten Folge angekommen und wollen eigentlich heute das erste Freundschaftsspiel bestreiten. Das sollte am Sonntag sein. Was müssen wir machen? Wir haben hier. Nein. Und wieder durchklicken. Was haben wir hier? Die haben wir schon nicht vollständig aufgestellt. Jetzt erledigen. Okay. Also. Jetzt ist die Frage halt. Ob wir uns mit so einem System leichter tun würden. Also quasi ein 4-2-4-2-4 ist es. Damit fahre ich eigentlich in den Bundesliga-Managern, also den Football-Managern ganz gut. Sollte dann natürlich. Man sollte dann natürlich. Also wir erstellen jetzt mal die Aufstellung. Aufstellung erstellen. Kann ich das jetzt so machen? So, wenn ich die jetzt so nehme. Ergänzen. Jetzt machen wir das einmal so. Gibt es vielleicht, Moment mal, gibt es eigentlich vielleicht die Grundformation und so? 4, 2, 4, 2, 4, jawohl. Nein. Ein bisschen mit der hängenden Spitze, was wäre die andere 4, 2, 4? Breit. Das ist die jetzt, oder wie? Okay, das sind die Mittelfeldspieler ein bisschen weiter hinten. Naja. Also. Speichern. Formationsname 4. 424 nennen wir das jetzt einfach mal. Und jetzt muss ich mal zurechtfinden. Schnell, was ist das hier? Kann man nicht. Also, jetzt ist die Aufstellung weg. So ist es jetzt. Was haben wir hier? Wenn ich jetzt aha, Aufgaben, was ist jetzt da? Scout-Berichte, okay. Was wir jetzt haben hier? Ergebnisse? Also drei verletzte Spieler haben wir auch. Machen wir mal die öffne Taktik. Ausrichtung offensiv. Aufgrund des aktuellen Kaders wurde die Formation 4 zu 4 für sich ausgewählt. Nee, das machen wir nicht. Lieber ein bisschen weiter hinten. Abseits, auf Abseits spielen wir nicht. Spielaufbau. Spielaufbau durch die Mitte. Ja.
Nee, das lassen wir mal trotzdem so stehen. Passspiel. Also. Das sieht spitze aus. Wie komme ich hier wieder raus jetzt? Gar nicht, oder wie? Einsatz so. Abstöße kurz. Wie komme ich jetzt da weiter? Mannschaftstaktik, okay. Passspiel lang, wo sie die riskant. So. Flanken eher so in Richtung Grundlinie hin. Muss ich da unten echt die Leiste ausblenden. Das Leiste fixieren wir die. Wohl nicht. Da unten ist doch bestimmt das Bild zum Speichern. Jetzt habe ich schon wieder dieses Ding hier. Also Moment, ich nehme mir meinen Kopf jetzt doch mal kurz raus hier. Habe ich ein bisschen Probleme mit der Kamera. Okay. Anweisungen. Habe ich jetzt natürlich keinen. Ja, jetzt sind wir wieder da. Okay, gut, also da bin ich jetzt raus. Schauen wir mal auf die Positionen. Torhüter. Haben wir zwei. Leo Weinkauf. Haben wir im Vergleich mit Joe Coppens. Achso, geht gar nicht. Doch hier. Weinkauf, Joe Coppens, Belgier. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Torwart, Torwart. Rechter Fuß. Spielertyp, Charakter. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Ach so sind die hier. Das ist jetzt der Vergleich hier. Okay. Fähigkeiten. Das ist Flugparaden. Leo Weinkauf ist in 13 Fähigkeiten besser, Jo Koppens ist in 11 Fähigkeiten besser. Weinkauf ist größer. Größter Vorteil: Aggressivität bei Weinkauf, Ausdauer bei Koppens. So was können sie denn? Flugparaden, Fangsicherheit, Stellungsspiel, Abschlag. Beide nicht so wirklich berauschend. Übersicht. Da ist der Koppens besser. Beweglichkeit, Sprungkraft, Robustheit, Ausdauer. Bin gespannt. Möchte spielen, möchte sich verbessern, möchte Stammspieler werden. Hm. 24, Alter, 30. Unterhaching war der, okay. 220 zu 76. Komme ich jetzt da drin? Also ich würde mich jetzt ehrlich hier für den Koppens entscheiden. Der Koppens fängt mal an. Einkauf auf der Bank.
Linker Verteidiger, gut, da haben wir jetzt nicht so wirklich viele Optionen. Brettschneider. Was ist denn das hier eigentlich? Disziplin ist bei mir ein Problem. Gewinnt Bälle. Ah, okay. Mangels Alternativen mit der Brettschneider da mal anfangen. Innenverteidiger haben wir viele, Rechtsverteidiger haben wir wieder zwei. Machen wir mal den Rechtsverteidiger. Fälscher. Fälscher, fleißig. Charakter, was ist das hier? Gut, der könnte auch Linksverteidiger noch spielen. Grätsche ist er gut. Linksfortschritt zeigen. Ja gut, dann wird der Fälscher auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Ayanji. Nein, den wollte ich doch jetzt gar nicht. Ayanji. Käse gemacht. Was ist bei ihm hier? Das ist mehr der Offensivere, würde ich jetzt mal so sagen. Das Fährstab will ich nicht ändern. Versicherung will ich auch nicht machen. Trainingsziele. Also, Vertragsverlängerung, okay, was sind das hier alles? Spitznamen brauchen wir auch nicht. Ja, probieren wir es mal so, der Ayanji bleibt mal draußen. Und in der Innenverteidigung haben wir Fleckstein, Gembalis, Steurer, Quato, Schmidt, der ist aber verletzt. Felsen der Warnung, den mochte ich eigentlich, wo der beim MSV gespielt hat. Probleme, okay. Also der fällt jetzt eh schon mal flach. Volkmar. Unsere Nummer 4. Auch er fällt in der Brandung. Charakter wissen wir jetzt nicht genau. Form Mitte. Jetzt nochmal schauen, was ist denn der Volker Kopfball? Kopfball ist er gut. Also relativ 77. Zweikampf 64. Grätsche 61. Manndeckung 64. Gut, Passaufbauspiel ist jetzt eher nix. Svelkov. Bulgare. Wer ist in der Brandung? Das Charakter kapiere ich irgendwie nicht. Grätsche ist er stark. Manndeckung, Zweikampf, Kopfball. Sprungkraft, ansonsten jetzt eher nichts sonst. Quadwo, der alte Quadwo. Ist in der Brandung.
alle nichts. Also der würde jetzt so mir vorschlagen: Brettschneider, Feldscher, Quadwo und Feldkopf in der Innenverteidigung, Bakalorz und Stirlin. Da vorne dann Ayani, Stoppelkamp, Ademi, Buradus. So, werden wir es jetzt einmal probieren. Was ist das hier noch? Jugendmannschaft. Alle meisten Aufstellungen kann ich dann nicht. Die erste Mannschaft. Was fehlt ihm da noch? Keiner Jugendspieler hat einen Mentor. Okay, Vertrag, Mentor, ja, ich habe auch keine Ahnung. Ergebnis ist natürlich nichts. Ich weiß ja nicht einmal, wer da gut ist. Max Schreiber. Mentor, da können wir einen machen. Da eure die Gruppens macht, das ist ja speziell. Der hat einen Mentor. Die Innenverteidiger bekommen den Schmidt als Mentor. Was? Wieso funktioniert das nicht? Mentor ist blöd bei ihm. Also Welkow. Da wird gar keinen verdienen. Weiß ja, wie viel die da jetzt nehmen soll. Reicht das jetzt erstmal? Nur wenige Jugendspieler haben einen Mentor. Also gut, dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Noch hier Fabian Weiß Sturm. Buadus. Jetzt müsste doch passen, oder? Jawohl. Sie müssen mehr Konditionstraining machen. Intensität hart. Alle. Ausdauer. Taktik. Okay, Taktik. Spielaufbau. Ah. Fähigkeiten. Kurzer Pass.
die Fähigkeiten. So. Also hier Training, also das war das hier noch. Was fehlt da jetzt noch? Ich weiß es nicht. Fitness, heftig ist doch in Ordnung. Also, das lassen wir jetzt mal so. Was haben wir hier noch? Ah, jetzt ja unsere Scout-Liste. Michael Clemens. Michael Clemens Scout. Lehrgang soll ich auch nicht schicken, was ist da? Position ändern, sondern die will ich auch nicht machen. So, wie schicke ich meine Scouts los? Ah. Er hier, also nächsten Gegner. Allgemeines Scouting. Deutschland, alle. Psychische Fähigkeit. Da soll man Jugendspieler schauen. Kann auch nicht schaden. Was haben wir denn hier? Ali Cernat, Spielerberichte. Ali Cernat. 16 Jahre? Achso, den haben wir ja, den haben wir doch verpflichtet, oder? Meine Scouting-Software kaufen. Spiele, Blickfeld, nur realistische Transfers. So, dann gehen wir mal weiter. Hat kaum lang gedauert. Oha. So, Bundesliga. Das sieht uns auch nicht so. Kevin Campbell, keine Rolle mehr. Bin gespannt, wie realistisch die Transfers hier sind. Also, der TSV Schott Mainz. Wir spielen zu Hause. Sind auch 3-3. 31.000 Zuschauer, zahlt 2.500. Duisburg ist eine kreisfreie Großstadt, Mündung der bla bla. Okay, das ist schön interessant. Bin Duisburg-Fan, das weiß jeder. Okay. Was haben wir hier? Wir haben Post. Co-Trainer Marvin Kompa. Verbesserung im Bereich Abwehr um eine Stufe. Saisonvorbereitung. Trainingslager und Freundschaftsspiel. Ja, das kann er ruhig machen. Habe ich zwar selber schon irgendwas geklickt, aber Ihr Verein hat 221.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen für die neue Saison erhalten. Nee, das will ich nicht mehr erreichen. Also mehr erreichen will ich natürlich schon. Was haben wir denn hier? Mitarbeiter. Wir haben keinen Amateurtrainer, keinen Spezialarzt. Wir haben gar keinen Arzt, doch einen Mannschaftsarzt haben wir. Ja, ich glaube, das ist aber okay so, oder? Ein Marketingmanager einstellen. Ach so, ja, deswegen Marketingmanager.
Da weiter suchen. Der sieht super aus. Ja, schauen wir mal. Mannschaft, Training, Verein, Transfers, Karriere, Gesundheit, das passt alles. Vierter, siebter, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Sehe ich das hier irgendwo? Wir sind hier. An welchem Tag auch immer. Ah, Spieldarstellung. Jetzt hat. Videotext oder Textmodus? Freundschaftsspiel, Saison sehr Form, 3D-Spiel. Ja, ich würde schon 3D spielen, aber muss es nicht ewig dauern. Ja, wobei, da können wir jetzt eigentlich auch die Sofortberechnung machen, weil beim Fo nee, möchte ich doch nicht machen. Dann machen wir 3D-Spiel. Gebt euer Bestes. Sogar nicht mehr im Kreismenü schnell und einfach anpassen. Aha. Ist das Kreismenü? Das kommt wahrscheinlich noch. 3D-Match wird geladen. Der 4.7.2021. So, jetzt wäre dann der Rechnerabsturz und der Klassiker. So ein bisschen Form ausgeglichen. Gehst du auch weiter hier? Ah, er springt weiter. Könnt ihr mich noch hören?
sagen, nochmal vor in der Linie.
so, jetzt zeigt es nur. So, weiter geht's. Dualo muss raus. Unser Rechtsaußen. Den haben wir dafür. Kann er auch Rechtsaußen spielen? Dualo kann das nicht. Julia Posch kann das auch nicht. Der geht spielen. Ken Mata. Ken Mata geht steil. 1 1,67 groß. Thank you.
Gelb-Rot. Also, oh, mein Ohr. Was haben wir denn hier?
Falscher. Was ist denn das hier? T wie T? Tore, Vorlagen. Also Eigentor, ja klar, Eigentor. 3, 3, 5, 2, 5, Doppelkampf stark. Mata eine 6,0, wieso hat der eine 6? Der hat da überragend gespielt, ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Okay. Muss man nicht verstehen. Okay. So, also Sieg. Mario Götze zu Leipzig. Wir müssen damit dann. Was müssen wir denn dann? Ah ja, gegen unsere eigene A-Jugend spielen. Und die Saisoneröffnung haben wir auch. Ach, jetzt war es 6. Also heute ist das 6. Juli. Oh, Angebot für Bradshaw abgelehnt, sehe ich da gerade. Und ein Dualo hat sich einen Meniskusriss zugezogen. Schmidt ist wieder fit. Oh. Dualo ist verletzt, Meniskusriss. 8 Wochen. Ach, schade. Will wieder gesund werden, möchte einige Matches spielen. Statusbericht damit. Bakir 2 Wochen verletzt. Schmidt noch 5 Wochen verletzt. Ekene 5 Wochen verletzt und Ndalo 8 Wochen. Wir brauchen also einen Plan B, witzelt der Grillitsch. Das ist schön. Und einen Marketingmanager haben wir jetzt. Scoutbericht. Uwe Weidemann. Also, jetzt machen wir aber erstmal speichern. Speichern ist immer gut. Oh Gott. Lutzl Schwab. Jan Aurel Lutzl Schwab. Bild gibt es keins von ihm. Bei den anderen hier, das sind alles welche, die einen Vertrag haben. Kottan, St. Mang, Kempten. Achso, das sind ja. Moment, Moment, Moment. Also da haben wir A-Jugendspieler.
Lennart Blömer, VfB Oldenburg. Können wir noch weiter scouten, oder? Also zwei Torhüter haben wir da. Dritten Torwart bräuchte man eigentlich. Na, wobei, wir haben ja die zweite Mannschaft. Also Mittelfeld. Alle zentral. Ah, so geht das. Okay. Jetzt kapiere ich das. Also, probieren wir es mal hier. Spielerinfo. Was ist das da? Spieler scouten. Ah, okay. Jetzt schauen wir mal kurz, was auf der Transferliste zu tun ist. Was es da gibt, meine ich natürlich. Jugendspieler entdeckt. Lutzel Schwab. Will ich natürlich verpflichten. Gut, Ndualo ist verletzt. Fleckstein. Ja, gut, wir haben nur Ersatz, nur Verteidiger draußen sitzen. Steurer. Also, gut. Steurer rückt damit auf die Bank. Wir schauen jetzt mal hier Standard. Leistung. Spiele Tor. Achso, ja, haben wir ja noch nicht. Standard für Verletzung, Leistung. Erfahrung. Also dann lassen wir jetzt mal den Standard noch. Bei der Marta eigentlich keine Form hat. Also Transfers, jetzt schauen wir mal, was es da gibt. Haben wir Kooperationen? Kooperationspartner wählen. Kleinere Vereine. Ja, Rosenheim würde ich ganz gerne. Was lächerlich. Rosenheim ein Angebot machen. Macht eigentlich keinen Sinn. Größere Vereine, was haben wir hier? Nicht akzeptabel.
Schauen wir mal. Kommen Sie doch mal zurück, wenn Sie das Angebot überdacht haben. Okay, ja, dann halt nicht. Schaue ich halt trotzdem bei den Transfers nach. Transfermarkt. Also. Paolo Walter, Emmelshausen, was ist mit dem? Nur realistische Transfer, keine Ahnung, wie die sind. Da haben wir ja überhaupt keine Daten von denen alle. Cedric Teuchert, nee, das lassen wir jetzt, das bringt mir jetzt nichts. Irgendwie blind jetzt jemanden zu verpflichten. Sodala! Jetzt werden wir diesen Bereich, diese Folge jetzt erstmal beenden. Ich glaube, ich habe jetzt ewig simuliert. Haben wir aufgezeichnet. Lang. 58 Minuten, okay. Also, passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Der nächste Teil kommt bald. Servus und bye bye.